Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind Josephine, Dana, Lucy und Marc. Wozu haben wir denn einen Floralpacker gebaut? Pflanzen sind ziemlich wichtig für die Umwelt und zusätzlich auch eine schöne und natürliche Deko für zu Hause. Deswegen besorgen sich viele Leute Zimmerpflanzen. Aber viele vernachlässigen dann ihre Zimmerpflanzen nach einer Weile schon wieder und dann gehen sie ein oder trocknen aus oder man ist übermotiviert und gießt sie zu viel und dann ertrinken sie vielleicht sogar. Deswegen haben wir uns als erstes überlegt, welche Faktoren für eine Pflanze wichtig sind. Wir haben dann ein Gerät gebaut, welches die Temperatur in der Umgebung, die Bodenfeuchtigkeit, also von der Erde misst, die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung und den Lichteinfall auf die Pflanze. Das alles messen wir mit Hilfe von Sensoren. Marc hat dann ein Arduino programmiert, der das ganze Gerät steuert. Unser Gerät hier sieht aus wie ein Alpaka-Kopf und die einzelnen Teile haben wir mit einem Lasercutter geschnitten. Die Technik ist alles innerhalb des Kopfes und man sieht nur die Sensoren. Und dieses Gerät haben wir dann Floralpaka genannt. Aber wie sind wir überhaupt vorgegangen? Also als allererstes müssen wir uns natürlich erst überlegen, was für Sensoren wir überhaupt alles brauchen. Danach haben wir das ganze Material zusammengesucht und angefangen, den Arduino zu probieren. Währenddessen haben wir auch die verschiedenen Sensoren probiert, wie zum Beispiel den Lichtsensor oder den Bodenfeuchtigkeitssensor. Aus den Ergebnissen haben wir dann den Arduino weiter programmiert. Als nächstes haben wir dann das Design für das Floralpaka erstellt, welches ihr auf dem Bild ganz rechts sehen könnt. Danach haben wir die einzelnen Teile von dem Floralpaka mit Hilfe eines Lasercutters, welchen ihr ganz links auf dem Bild sehen könnt, ausgelasert. Und ganz zum Schluss haben wir dann natürlich alles zusammengesetzt. Aber was ist überhaupt ein Arduino? Ein Arduino ist ein Open-Source-Mikrocontroller, den man mit der Arduino IDE programmieren kann. Da benutzt es die Programmiersprache C++. Und was ich da eigentlich programmiert habe, ist nur die Eingänge zu definieren, wie der Bodenfeuchtigkeitssensor, der Lichtsensor und der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Und dann als Output hat man so ein Farbdisplay und das zeigt alle nötigen Werte an. Das hier ist unser Endprodukt, das Floralpaka. Wenn wir es jetzt anschalten, dann leuchtet das Display auf und vorne auf dem Display wird die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Lichteinfall und die Bodenfeuchtigkeit aufgezeichnet. Hinten kann man noch eine Klappe öffnen, dann sieht man auch die Technik hinten drin und einfach als Deko auch wieder schließen. Hier an der Seite ist ein Knopf, den man drehen kann. Wenn man einmal dreht, wird die Temperatur angezeigt, hier im Raum. Man sieht zum Beispiel, dass es hier jetzt 26 Grad hat. Das Display leuchtet in verschiedenen Farben. Wenn das grün leuchtet, ist die Temperatur, die gerade ist, sehr gut für die Pflanze. Und wenn das rot leuchtet, ist die Temperatur schlecht. Die Temperatur, die wird hier an der Seite gemessen. Wenn man nochmal dreht, wird die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Die wird auch hier an der Seite gemessen. Und dort ändert sich die Farbe des Displays auch, je nachdem, wie gut das für die Pflanze ist. Wenn wir dann nochmal drehen, wird der Lichteinfall auf die Pflanze angezeigt. Das Gerät hier, das stellt man genau neben die Pflanze und deswegen ist der Lichteinfall, der hier gemessen wird, auch dann gleich wie bei der Pflanze. Und es wird hier oben gemessen. Wenn ich zum Beispiel meine Hand drüber halte, ist es rot, weil sehr wenig Licht da ist. Und wenn ich hier die Taschenlampe drüber halte, ist es auch grün, weil genug Licht da ist. Wenn man jetzt noch einmal am Rädchen dreht, dann wird die Bodenfeuchtigkeit angezeigt und die ist halt momentan noch rot,
weil der ist ja noch in der Luft, der Sensor für die Bodenfeuchtigkeit. Und wenn wir ihn jetzt ins erste Gefäß mit Erde stecken, bleibt der auch noch rot, weil wir die Erde zuvor nicht gegossen oder gewässert haben. Und deswegen ist deutlich zu wenig Wasser für Pflanzen in der Erde. Wenn wir es jetzt ins zweite Gefäß halten, ist immer noch rot, weil die haben wir zwar zuvor gegossen, aber mit deutlich zu viel Wasser. Und wenn wir es jetzt ins dritte Gefäß stecken, dann ist es grün, weil da die richtige Menge an Wasser für Pflanzen drin ist. Aber auch unser Problem hat, Floralpacker hat auch einige Sachen, die man noch verbessern kann, eigentlich wie jedes Projekt. Zum Beispiel könnte man das Design ein bisschen noch verändern, zum Beispiel die Farbe, je nachdem, was die Person, die es dann kaufen will, am liebsten für eine Farbe mag. Oder man kann auch die Pflanzenart spezifizieren, da verschiedenste Pflanzen unterschiedliche Luftfeuchtigkeit oder auch unterschiedliche Temperaturen zum Überleben brauchen. Außerdem könnte man das ganze Gerät etwas kleiner und kompakter gestalten, damit man es einfacher irgendwo mit hinnehmen könnte. Und die Batterie, die man auch hier auf dem Tisch liegen hat, dass die auch mit in dem Gerät eingebaut ist, damit sie nicht irgendwo draußen rumhängt. Aber natürlich hat uns das ganze Projekt auch gefallen. Mir vor allen Dingen hat das Zusammenarbeiten mit allen anderen in meiner Gruppe gefallen und dass ich einfach neue Leute kennengelernt habe und einfach, dass die anderen mir auch Sachen zeigen konnten und nicht ihnen. Mir hat das Experimentieren, Ausprobieren und das praktische Arbeiten bei unserem Projekt ziemlich gut gefallen. Mir hat das Programmieren und das Basteln mit der Technik sehr gut gefallen. Mir hat besonders das Design gefallen und das Ausmessen für die einzelnen Seiten. Und das war's dann mit unserer Präsentation. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Super cool. Auch für euch habe ich noch eine kleine Frage, aber ihr kriegt erstmal euren Applaus zu Ende. Ihr kanntet euch vorher als Gruppe noch nicht, oder? Also ich kannte nur Dana und sonst kannte ich den Rest noch nicht, aber jetzt kenne ich sie ja und es war eine schöne Erfahrung. Super cool. Und mit den Arduinos habt ihr im Endeffekt dann alle gearbeitet? Ja, oder? Nee, ich habe es nur gemacht, also programmiert. Ah, okay, das heißt, ihr habt eure Arbeit quasi so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Teams. In welche Teams habt ihr es denn aufgeteilt? Wer war denn für dieses coole Design zuständig? Ja, wir zwei. Super. Teilweise habe ich euch ja über die Schultern geschaut, als ihr den Lasercutter bedient habt. Das war das erste Mal, dass ihr das bedient habt, oder? Ja, genau. Cool. Sehr, sehr schön. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eurer Gruppe dabei zuzuschauen, das Produkt zu entwickeln. Und ich würde sagen, noch einen großen Applaus für die Gruppe und dann dürft ihr gerne um diese Seite abgehen.